Schöne Grüße aus dem Hauptbahnhof von Berlin. Unsere Reise geht jetzt zu Ende. Ich werde euch nicht mehr zuspammen mit irgendwelchen Reiseblogs. Es würde mich freuen, da ich noch ein paar Reisen in 2019 plane, dass ihr mir vielleicht dabei helft, wie ich den Blog etwas besser gestalten kann. Wollt ihr mehr Fotos haben? Wollt ihr mehr Preisinfo haben? Geht es euch mehr um Familie oder um Singleurlaub? Sagt doch da mir einfach Bescheid, das wäre nett, weil dann kann das ein bisschen auch in meinen Videos einfließen. Ich muss sagen, es hat mega Spaß gemacht. Ich bin schon jetzt das dritte Mal in Berlin und ich entdecke immer wieder was Neues und ich würde immer wieder hierher fahren. Ich habe noch längst nicht alles gesehen. Diese typischen Sightseeing-Touren habe ich immer noch nicht gemacht. Es gibt Sachen, die muss man nur von außen betrachten, die muss man nicht innen mitmachen. Es gibt aber Sachen, da bin ich gespannt drauf. Ich muss endlich mal auch die Zeit finden, dort etwas gelassener diese Besichtigungstouren mitzumachen. Ich fand jetzt total klasse, gestern auch auf der Silvestermeile. Es war sehr voll. Ich hatte jetzt ja meinen Jungen dabei. Das heißt, wir wollten gar nicht so lange auf der Meile bleiben. Haben uns später Richtung Reichstag verzogen und da auf ein Bänkchen Platz genommen und von dort aus auch die Aufnahmen von dem Silvesterfeuerwerk gemacht. Wer da behauptet, auf der Moltkebrücke hat man den besseren Blick, ich kann es nicht nachvollziehen. Wir hatten laut den besten Blick überhaupt. Es war wenig Lichtsmog für uns, für die Aufnahmen. Es war nah genug, um das gesamte Prozedere des Feuerwerks mitzubekommen. Wirklich die großen Feuerwerke im Ganzen zu betrachten. Das habt ihr vielleicht im Video. Es war nur mega kalt. Nächstes Mal nehme ich einen kleinen Taschenofen mit. Das muss ich mir merken. Und ich würde auf jeden Fall immer wieder nach Berlin fahren. Es ist eine tolle Stadt. Es ist unkompliziert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Man kommt schnell von A nach B. Und ich glaube, ich muss mal in den tieferen Untergrund auch einsteigen. Und nicht nur immer diesen 0815-Tourismus machen, sondern mich auch mal was trauen, mutiger zu sein. Und das ist auch mein Motto für 2019. Mutiger sein, neue Sachen erfahren. Und ich möchte euch gerne mitgeben, hetzt euch nicht so. Genießt die Zeit und lasst es einfach mal an euch vorbeirauschen. Und hört genauer hin und schaut genauer zu, was um euch passiert. Und ihr werdet dann die Welt mit ganz anderen Augen entdecken können und Neues sehen. Vielleicht auch an Orten, wo ihr schon immer gewesen seid, wo ihr denkt, ihr kennt schon alles. Auch da einfach mal den Blick nach oben oder nach unten und nicht nur stur geradeaus. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch. Ich bleibe dabei. Ich bin für Verbesserungsvorschläge immer zu haben. Und ihr dürft gespannt sein, was da noch kommt. Ihr kennt mich, alles was so in meinen Kopf kommt, die Handykamera ist dabei und es wird geschnitten, was das Zeug hält, was der Touchscreen hergibt. Ich übe, ich bleibe für euch dran und erzähle euch vielleicht auch mal, wie es so funktioniert. Mal gucken, vielleicht wird das auch nochmal ein Thema. Aber jetzt muss ich den Zug kriegen, weil der kommt garantiert pünktlich, darauf ist ja Verlass bei der Deutschen Bahn. Und ich wünsche euch erst noch einen schönen 1. Januar. Save the date. Sonntags lade ich wieder regelmäßig hoch. Tschüss.